Hallo und herzlich willkommen wieder bei Devil TV. Hier ist wieder euer Pit. Und eure Nesti. Und wir spielen heute wieder für euch eine Runde Need for Speed Payback. Viel Spaß dabei. Leute, eure neuen Liga-Kumpels wollen sich mit euch treffen und sie akzeptieren kein Nein als Antwort. Klingt nach Ärger. Ich glaube, sie schmeißen eine Party für ihre neuen Freunde. Mac hat recht. Sag ihnen, wir sind gleich da. Ich schicke euch die Infos. Das hätte nie passieren dürfen. Besiegt und ist dem Outlaws Rush wieder einen Schritt näher. Kann diesen Mann jemand aufhalten? Will das überhaupt jemand? Hey Mac, die Straßen jubeln dir zu. Sei frei. Habt ihr das gehört? Die Hüterin sagte, sei frei. Als wäre dein Ego nicht schon groß genug. Das lasse ich auf T-Shirts drucken. Von mir aus, solange wir keins tragen müssen. Natürlich müsst ihr. Ihr seid meine Crew. Zeig mal. So ist es. Pass auf. Achtung, gleich kommt eine Überraschung. Pass auf. Und nein, bitte. Es ist vorbei. Das Haus kontrolliert die besten Ligen und die Cops. Du kommst nie in den Rush. Gib einfach auf. Du hast Angst. Angst, dass all das Geld und die Macht nicht ausreichen, um mich zu stoppen. Ich beende diesen Krieg morgen. Verstehst du das? Egal, was es kostet.
Wir sehen uns an der Startlinie. Hey, Rev! Nun, da die Party vorbei ist, sollten wir unseren nächsten Zug planen. Komm zum Airfield, sobald du Zeit hast. Alles klar, ich bin gleich da. Der perfekte Ort, um richtig Gas zu geben. Durch Jess wissen wir von zwei Wagen des Collectors mit möglicher Killswitch-Tag. Wir müssen entscheiden, welchen wir stehlen wollen. Sie sind beide vergoldete Monstren. Der erste ist ein Mercedes G63. Er stellt ihn am Fortune Valley Day in einem Hauscasino aus. An ihn ranzukommen, wird nicht einfach. Und der zweite? Den zweiten Wagen wird der Collector morgen nach Japan ausfliegen. Er wird nahe dem Rift VIP-Terminal ausgestellt. Da wird alles abgeriegelt sein. Also, welchen nehmen wir? Wir wollen den Collector ärgern, oder? Schnappen wir uns einfach beide. Okay, Mac. Versuchen wir es. Das Feuerwerk zum Fortune Valley Day beginnt jeden Moment. Das ist unsere Chance. Wir müssen diese Ablenkung nutzen. Eine Frage. Wieso fährt Tyler nochmal den Mac Attack? Weil du den Mercedes wolltest. Und du kannst nun mal nicht beide fahren. Ja, ja, schon gut. Es ist nur... Tyler... Wenn meinem Baby was passiert. Deinem Baby? Du rammst mit ihm nur zum Spaß irgendwelche Bratz. Ich darf das. Rev, mit dem Sicherheitssystem kommen wir klar, oder? Ja. Ich habe den Code auf dem künstlichen Steuergerät in ein Entriegelungssignal für jedes Auto mit einer kompatiblen Modifikation rückentwickelt. Und es auf eure Handys hochladen. Und das heißt? Es gibt dafür eine App. Jess, das Feuerwerk läuft schon. Was? Mac, du meintest, wir hätten reichlich Zeit. Das war das letzte Mal, dass du einen Job planst. Kann nichts für den Verkehr, Jess. Jetzt gib Gas. Habt ihr's bald? Der Truck ist in Position.
bist dran. Halt dich irgendwo fest. Und den Mac-Attack damit überziehen. Nicht in meiner Werkstatt. Das vergraut mir die Kunden. Mac, ich bin bei Jess. Wir fahren jetzt zum Rift VIP Terminal. Leute, hier stimmt irgendwas nicht. Was meinst du damit? Irgendwas unter meinem Auto hat gerade angefangen zu piepen. Der Collector muss ihn wohl tracken. Ich versuche mal ihn loszuwerden. Quatsch, Mike. Komm einfach her, dann entferne ich es. Ach, einmal versuche ich es noch. Verdammt, das war nichts. Mike, wie war das mit deinem Zeitplan? Naja, ein letzter Versuch. Verflucht! Ich dachte, jetzt schaffe ich's. Beweg deinen Arsch, Herr. Ihr kriegt das schon hin. Raph, ist alles bereit? Morgans Crew hat den Köder geschluckt. Gut. Sehr gut. Ty und ich sind beim zweiten Wagen. Hallo, meine Schöne. Ich hab den zweiten Wagen und jede Menge Cops im Nacken. Du kennst den Plan. Umfahr die Stadt Richtung Süden. Adam als 13 hier. Verfolgen einen goldenen Lamborghini. Wie bitte, Adam als 13 einen goldenen Lamborghini? Das ist korrekt. Eine Bombe, aber ich hab damit Kunde gemacht. Sagte doch, mach keinen Quatsch. Verdammt! Komm her, ich kümmere mich drum. Wir treffen uns da, sobald ich diese Cops los bin. Mist, Straßensperren. Ich häng sie auf der Brücke. Die sehe ich nicht wieder. Ich hoffe, dass die Sie versucht Richtung Westen und nähert sich Billionaire's Row. Hier, L130, ich bin raus. Mein Wagen hat einen Totalschaden. Ich fahr mit einem Lampen. Bestätige. Ich kenn Leute, die bei dieser Vorstellung haben. Soll man locker gehen. Aber 22 in Position. Bestätige, flüchtige Person fährt Richtung Westen und nähert sich The Rustway. Das tut mir leid. Das geliefert. Vier Personen gibt nichts auf. Was haben die viele Straßen? Okay, warte auf Updates. Keine Sorge, Mann. Die sind bei kein Problem mehr. Mac? Was einfach ab. Das wirst du noch morgen früh spüren.
Lincoln 130, haben Sie einen Positionsupdate für mich? In westlicher Richtung durch Billionaire's Row. Verfolgung in westlicher Richtung durch Billionaire's Row. Zentrale, wir werden hier aufgerieben. Flüchtiges Fahrzeug hat Barrikaden umfahren. Okay, verstanden. Du sagtest doch, ich soll ihn ruhig halten. Schalt ein paar Cops für mich aus. Mach ich. Jetzt seht zu, dass ihr aus der Stadt kommt und werdet die Bomben los. Oder die Wagen. Zentrale, ich setze jetzt den Killswitch ein. Zielfahrzeug ist dem KS entkommen, Zentrale. Okay. Ich hab Neuigkeiten. Dann lass mal hören. Wir legen das Fahrzeug lahm. Leute, werdet. Wir versuchen es mit dem Killswitch. Aber ich kann sie entfernen. Wie sicher bist du? Ach, weißt du was? Vergiss es. Wir versuchen es mal mit dem Killswitch. Na bitte, geschafft. Sind die Bomben weg? Ja. Yeah. Worauf wartest du dann noch? Hier. Yeah. Hey Mac, du bekommst gleich ein bisschen Rückenwind. Oh. Mac, das Kopfproblem ist gelöst. Also, Rev, wie sieht's mit den Killswitches aus? Die G-Klasse hat definitiv einen. Und der Lambo hat was anderes. Ein Selbstfahrsystem. Ich rede hier von künstlicher Intelligenz oder etwas nah dran. Das Design der Teile ähnelt außerdem der Tech im Königseck. Sowas habe ich bisher nur in meinem alten Militärlabor gesehen. Was ist mit dem Killswitch? Kannst du damit was anfangen? Allerdings. Ich denke, ich kann einen Schutz dagegen bauen. Sehr gut. Hoffentlich schaffst du es bis zum Rush. Das mit den Roboterautos war ein Scherz, oder? Ich befürchte nicht. Shit. Willst du nochmal über das Betrügen nachdenken, Tyler? Nein, mir ist egal, was die machen. Unsere Crew spielt fair. Tyler? Tyler! Gut, dass meine Wette längst platziert ist. Deine Quote hat sich deutlich verbessert. Es kommen nur noch 3 Ligen für den Rush in Frage. Aber die haben es in sich. Komm vorbei. Gern, aber ich... Kein Aber. Bis gleich. Sonnenaufgang verrät einem, was für ein Tag bevorsteht. Heute vermutlich ein Racing-Tag.
Du hast echt in ein Wespennest gestochen, Tyler. Das Haus ist vollkommen konfus und du weißt, was man macht, wenn ein Gegner schwächelt, oder? Man erhöht, bis er aussteigt. Es wird Zeit für die Hausliegen. Ganz genau. Euch stehen nur noch drei im Weg. 1% Blood, Diamond Block und Hazard Company. Aber das wird nicht einfach. Navarro hat sie komplett um den Finger gewickelt. Damit kommen wir klar. Das hoffe ich. Ihr seid fast im Outlaws Rush, Tyler. Weiter so. Das Haus möchte euch alle daran erinnern, sich an unser Tempolimit zu halten und... Erwischt? Eure Hüterin möchte euch daran erinnern, so zu fahren, als hinge eure Freiheit davon ab. Denn genau so ist es. Freunde, auf den Straßen herrscht Krieg. Und wie es aussieht, werden Tyler Morgan und seine... Wo sind die Schrottteile, von denen du erzählt hast? Zeig mal her!
Dein nächster Auftrag wartet. Mach dich bereit. Ich bin aufgeflogen, weißt du noch? Du brauchst keine Tarnung mehr. Wir gehen gegen den Collector vor. Der Collector ist mir egal. Wir sind hinter Lina Navarro her. Wenn Navarro fällt, fällt auch der Collector. So kriegen wir beide, was wir wollen. Ich schicke dir Hilfe. Du wirst ihn erkennen, wenn du dort bist. Bist du mein Kontakt? Nicht so laut. Man weiß nie, wer vielleicht mithört. Okay, du bist es definitiv. Wir müssen Daten von mehreren Hausservern ziehen. Ich hoffe, du bist schnell. Sonst wäre ich willkommen hier. Ich bin übrigens Jess. Underground Soldier Shiftlock. Freut mich. Das ist eine Driftliga, richtig? Dann kennst du also Mac. Mac? Ja, er hat sich als wahrer Kämpfer für die Sache erwiesen. Ein guter Soldat. Und du kannst diese Dinger, wirklich hacken oder was auch immer du vorhast? Bitte, jedes Grip-Kiddy kann eine Firewall knacken. Das hier ist eine digitale Halt an. Gut. Gut. Und ich hab's. Okay, weiter. Einen hätten wir. Was Gutes entdeckt? Was Gutes? Nicht wirklich. Das hier ist Schreck. Schreck? Noch schräger? So, genau wie letztes Mal. Klar. Gut, weg hier. Soweit, so gut. Und schräg? Ja, ausgesprochen schräg. Krieg ich einen Tipp? Ich sehe jede Menge Tracking-Daten für verschiedene Fahrzeuge. Huayra B10, Nissan GT-R, Chevy C10... Klingelt daraus. Ich habe diese Wagen schon mal gesehen. Ich weiß nur nicht mehr wo. Vorsichtig! Okay, mach dein, du weißt schon, Ding. Ja, ja, schon gut. Ich habe die Daten. Fahren wir. Bitte!
Okay, alles... Mist, hab was ausgelöst. Shit, vergiss die Server. Wir müssen verschwinden. Ich hätte unsichtbar sein müssen. Tja, wir sind gerade eindeutig aufgeflogen. Schau dich an. Hier, Lincoln 30. Ich verfolge einen möglichen 4L. Lincoln 130. Wo befinden Sie sich im Moment? In nördlicher Richtung durch The Barrio. An alle Einheiten. Lincoln 130 führt eine Code-3-Verfolgung durch. Bitte melden. Zentrale werden Zielpersonen rammen. Bestätige, flüchtiges Fahrzeug ist unterwegs Richtung Norden und nähert sich Boomville. Was zum Teufel könnten die damit wollen? Ich hab sie. Wie wär's damit? Korrigiere, Zentrale. Die Zielperson ist wieder entwischt. Bestätige, Lincoln 130, wo sind Sie gerade? In östliche Richtung durch Boomville. Verfolgung läuft in östlicher Richtung durch Boomville. Wir in 13, unser Wagen ist short. Beenden die Verfolgung. Verstanden. Das Zielfahrzeug hat die Barrikade mühelos durchbrochen. Du hast ein privates Sicherheitsunternehmen gehackt? Nein. Vielleicht. Hier von ab.
unsichtbar sein müssen. Tja, wir sind gerade eindeutig aufgeflogen. Schnell dich an. Lincoln 130 hier. Verfolge einen 410. In östlicher Richtung durch die Barrio. An alle verfügbaren Einheiten. Lincoln 130 benötigt Unterstützung bei einer Verfolgung. Flüchtiges Fahrzeug bewegt sich jetzt Richtung Norden und nähert sich Boomville. Verstanden. Flüchtiges Fahrzeug fährt Richtung Norden und nähert sich Boomville. Bremsreaktion, sogar Straßenbedingungen. Was zum Teufel? Die A13 können nicht mithalten, sind erstmal raus. Haben Sie ein Positionsupdate für mich? In nördlicher Richtung durch Silver Rock. Verfolgung läuft in nördlicher Richtung durch Silver Rock. Hier, Adam 6. Wir geben die Verfolgung auf. Unser Wagen ist hin. In Ordnung. Die Person fährt momentan Richtung Westen und sich Liberty Desert. Tja, wir sind gerade eindeutig aufgeflogen. Schnell dich an. Hier Adam 113. Wir verfolgen derzeit einen Dodge Charger in östlicher Richtung durch The Barrio. An alle Einheiten. Adam 113 verfolgt einen Dodge Charger. Zielperson fährt in östlicher Richtung durch The Barrio. Zielperson fährt Richtung Norden, nähert sich Boomville. Verstanden. Zielperson fährt Richtung Norden und nähert sich Boomville. Schaltmuster, Bremsreaktion, sogar Straßenbedingungen. Was zum Teufel könnten die damit wollen? Wir haben das Fahrzeug. Das gibt's nicht. Ich kenne diese Verschlüsselung von meinem Hack bei Bright River Security. Du hast ein privates Sicherheitsunternehmen gehackt? Nein. Vielleicht. Zentrale werden Sie das Wort haben. Helfer, schon klar. Verstanden.
haben Sie ein Positionsupdate für mich? In nördlicher Richtung durch Liberty Desert. Verfolgung läuft in nördlicher Richtung durch Liberty Desert. Ja, 13, wir müssen die Verfolgung beenden. Fazit habt ihr nie eine Chance. Verstehe, warum der Broker dich wollte. Du bist unglaublich. Hast du alles? Was? Oh ja. Klar. Echt überzeugend. Hey, der Job ist erledigt. Wir mussten allerdings abbrechen. Habe ich gehört. Ich melde mich wieder, sobald der Underground Soldier etwas Nützliches entdeckt. Mach das. Underground Soldier? Was ist los? Ich habe unsere Daten genutzt, um ein Hauscasino zu verwanzen. Die Firewall war ein Witz, aber ich wurde entdeckt und muss fliehen. Hol mich hier ab! Verdammt, halt durch, ich bin unterwegs. Beeil dich! Sorry, Broker, gibt eine Planänderung. Was ist los? Der Underground Soldier hat's allein versucht und wurde erwischt. Ich hol ihn jetzt ab. Oh je, Jungs, die Soldaten spielen. Okay, schnapp ihn hier, bevor sie es tun.
Wo ich bin? Ich bin unterwegs, um einen Vollidioten den Arsch zu retten. Schon gut, aber ich hab was entdeckt. Das wird der Hammer. Sobald du da rauskommst. Soldier, was hast du dir nur dabei gedacht? Uns hier weg. Server eingerichtet. Ich muss ins Hauptquartier und sie aktivieren, bevor sie sie schließen. Und tschüss. Echt jetzt, Leute? Bis dann. Also, nehmen wir an, ich hätte dich vorhin nicht ganz verstanden. Ihre geheimen Infos sind in einem verschlossenen Haus. Ich habe ohne ihr Wissen eine Hintertür eingebaut. Soldier, du musst in Zukunft echt vorsichtiger sein. Sagt ausgerechnet die Fluchtwagenfahrerin. Dein Job ist Dagger zu vermeiden. Mein Job ist, ihn wieder rauszuholen. Status. Ich habe ihn wohlbehalten abgeholt. Die Cops haben uns komplett umzingelt. Sei doch still. Charlie, ich weiß nicht, wie du denken konntest, das wäre eine gute Idee. Wir haben eine Backdoor zu ihrem System. Und nenn mich bitte nicht Charlie. Oh, das ist jetzt... War das einfach. Euch sehen. Sieht aus, als hättet ihr freie Fahrt zur Schiffsaufbasis. Du verfolgst uns live? Das kannst du? Ich würde lieber nicht näher nachfragen, was sie kann und was nicht. Bei dir klinge ich so geheimnisvoll, Charlie. Ich sagte nämlich nichts. Sie kann so schwierig sein. Erinnerst du dich an diese Serverdaten? Wie es aussieht, sind in den Wagen Zubehörteile von Shidori verbaut, die sie übertragen. Was? Aber... unsere Crew nutzt auch Chidori. Sind da Daten von uns dabei? Moment. Okay, nein, sie sind alle Sonderanfertigungen direkt vom Anbieter. Wer auch immer diese Autos besitzt, wusste, was in sie eingebaut wurde. Hey Soldier, dieser goldene Lambo, den wir dem Haus geklaut haben. Check mal bitte, ob er in der Datenbank ist. Gute Idee, ich sehe nach. Ja, da ist er. Darin sind viele spezielle Chidori-Teile verbaut. Ein Glück, dass wir damit nicht rumgefahren sind. Ich hasse die Vorstellung, das Haus könnte die ganze Zeit Daten von uns empfangen haben.
genau mein Ding. Danke nochmal, Jazz. Der Underground Soldier war wohl rechtzeitig zurück. Wir sind drin. Ihr zwei habt's geschafft. Wir alle tun, was wir können. Apropos. Charlie braucht bei seinem nächsten... Job wieder deine Hilfe. Naja, Hacken ist eigentlich nicht mein Ding. Und trotzdem muss es sein. Ich schick dir die Position. Blackside macht mich immer nervös. Ich habe hier einfach zu viele Jobs abgezogen. Charlie konnte mit Hilfe der Blackbox einige tote Briefkästen in der Stadt identifizieren. Du musst die Daten abgreifen, bevor das Haus sie bekommt. Ich schicke dir jetzt den Dechiffrierschlüssel, mit dem du sie entpacken kannst. Klar, okay. Jeder Ort hat ein bestimmtes Zeitfenster. Verpasst du es, werden die Daten gelöscht. Super, noch mehr Druck. Soldier? Was gibt's? Ich brauche deine Hilfe. Ich muss eine, Blackbox oder so entschlüsseln. Alles klar. Dabei hilft dir dein netter Hacker von nebenan doch gern. Super, danke. Mal sehen, ob das Ding funktioniert. Ich schick dir jetzt die Daten. Hab sie. Entschlüsselung läuft. Zu den restlichen Stops. Ist da was? Wann und wo? Kann ich nicht sagen. Man braucht außerdem ein Passwort, aber es ist nicht in diesem Drop. Na toll. Schön. Absicht. Entschlüssele die Daten. Ha! Das war ein Kinderspiel. Haben wir Zeit und Ort? Nein, das hier ist was anderes. Oh, wow. Sieht nach der nächsten Phase der Datensammlung aus. Wie bitte? Sie planen Daten von Zivilfahrzeugen zusammen. Ich sehe Schemata für Taxen, Streifenwagen, Minivans, alles. Ernsthaft? Das ist
nie im Leben legal. Du kriegst noch mehr rein. Kleinen Moment. Upload läuft. Sehr gut. Auf zum Endspurt. Noch mehr Infos zur nächsten Fahrt. Irgendein Hinweis, wann sie beginnt? Sie hat bereits begonnen. Was? Wie kommen Sie an diese Daten, ohne dass wir davon wissen? Keine Ahnung, suche weiter. Hoffe, wir finden hier Antworten. Ich glaube, das ist der letzte. Auf sich hat. Sinnflut? Entschuldigen Sie den Aufwand. Wir hatten in letzter Zeit ein paar Sicherheitsprobleme. Was Sie nicht sagen. Hier ist die Hardware, die das Haus bestellt hat. Passen Sie gut darauf auf. Wenn sie in falsche Hände gerät, nun, das wäre nicht gut für Sie.
Keine Sorge, bin vorsichtig. Gut, Sie hören wieder von uns. Uns? Der Typ war definitiv nicht vom Haus. Wer zum Teufel zieht hier die Fäden? Hey! Ich hab jetzt dieses... Sieht aus wie ein Steuergerät. Ein Steuergerät? Zeig es mal eurem Techniker. Er wird wissen, wozu es dient. Mach ich. Und hey, das Passwort für das Treffen war Sintflut. Das bedeutet doch keinen Ärger, oder? Ehrlich? Ich hoffe nicht. Fantastisch. Hey, Rev, ich hab hier ein Steuergerät, das du dir mal ansehen musst. Ich komm jetzt vorbei. Ich möchte euch alle daran erinnern, sich an unser Tempolimit zu halten und... Erwischt? Eure Hüterin möchte euch daran erinnern, so zu fahren, als hinge eure Frau... Ein unbekanntes Gerät von einem mysteriösen Mittelsmann? Du machst mich neugierig, lass mal sehen. Chidoris Reserveserie. Wie es aussieht, erhält dieses Ding von irgendwoher ein Signal. Ich würde ja sagen, vergiss es, aber... Das Solarfeld. Pass auf dich auf, ja? Hey, Jess. Ich habe mir das Gerät genauer angesehen. Ich sag falsch. Es empfängt nicht nur, sondern sendet offenbar auch ein Signal. Weißt du, was für ein Signal? Nein, ich habe nur GPS-Koordinaten, aus denen ich nicht schlau werde. Okay, ich gebe Bescheid, was ich auf der Baustelle finde. Hey, Rev hat sich das Gerät angesehen. Und? Er weiß nicht, was es ist, aber es empfängt Daten von irgendwo in der Nähe des Solarfeldes. Ich muss dir nicht sagen, dass du dem nachgehen solltest. Bin schon unterwegs. Das ist mir. Meld dich, sobald es was Neues gibt. Mach ich. Krieg ich noch eben. Was? Woher wussten die Cops, dass ich hier sein würde? Die Erdemann 13 verfolgen einen auffälligen 410. In südlicher Richtung nahe dem Fortune Valley Solar Project. An alle Einheiten. Adam 113 führt eine Code 3 Verfolgung durch. Erbitte Meldung.
36, haben Sie ein Positionsupdate für mich? Hat mich erwartet. In südliche Richtung durch Liberty Devil. Woher wusste der Kommandeur, dass du kommst? Doch wohl nicht durch dieses Steuergerät, das ich abgeholt habe. Okay, ich sehe zu, dass ich hier wegkomme. Du findest heraus. Ja, Mann 22, bereit für den Einsatz. Er fährt nach Westen, jetzt Mount Providence. Dass ich hier sein würde. Zentrale hier, Adam 13. Wir verfolgen einen Dodge Charger in südlicher Richtung nahe dem Fortune Valley Solar Project. An alle Einheiten, Adam 113 verfolgt einen Dodge Charger. Zielperson fährt in südlicher Richtung nahe dem Fortune Valley Solar Project. Broker! Ja, was ist los? Die Polizei hat mich erwartet. Was zum Teufel geht Adam 113, wie lautet Ihre aktuelle Position? Der Kollektor, dass du kommst. Alles klar, verstanden. Ich sehe zu, dass ich hier wegkomme. Du findest heraus, woher in westlicher Richtung durch den Fortune Valley Tunnel. Bestätige.
Bestätige, flüchtige Person fährt Richtung Süden und nähert sich dem Marshall Observatory. Adam 1-6, wie lautet Ihre aktuelle Position? In südliche Richtung durch Mount Providence. Verfolgung läuft in südliche Richtung durch Mount Providence. Ja, 13, unser Motor ist hin. Müssen die Verfolgung aufgeben. Verstanden. Zentrale, Arma 22 ist vor Ort. Und tschüss. Ja, 35, für uns ist die Verfolgung gelaufen, unser Wagen ist hinüber. Alles klar, verstanden. Hier, Adam 6, wir sind auf dem Spiel. Melden uns als Primäreinheit ab. Primäreinheit kann die Verfolgung nicht fortsetzen. Wer ist als Ersatz verfügbar? Hier, Adam 6, wir sind am Zielfahrzeug dran. Übernehmen die Führung. Wie lautet Ihre aktuelle Position? In südlicher Richtung auf dem Switchblade Pass. Verstanden. Mein Leben kann weitergehen. Hast du was rausgefunden? Das muss warten. Charlie hat bei sich ein Notfalltreffen angesetzt. Ich weiß nicht, worum es geht, aber kannst du hinfahren und mich dann informieren? Na klar, kein Problem.
möchte euch alle daran erinnern, sich an unser Tempolimit zu halten und... erwischt? Eure Hüterin möchte euch daran erinnern, so zu fahren, als hänge eure Freiheit davon ab. Denn genau so ist es. Freunde, auf den Straßen herrscht Krieg. Und wie es aussieht, werden Tyler Morgan und seine Crew ihn gewinnen. Während sie versuchen, Silver Rocks Platz im Outlaws Rush zu ergattern, stellt sich eine Liga nach der anderen hinter ihren neuen Racing Champion. Aber noch ist der Kampf nicht vorbei. Das Haus versucht mit aller Macht, seinen eigenen Champion ins Rennen zu schicken. Und glaubt mir, diese Ligen sind absolut loyal. Was ist mit dir, Freund? Es ist an der Zeit, sich für eine Seite zu entscheiden. Wir sehen uns auf... Jess, hey, sei nicht sauer, aber das Haus ist an mir dran. Ich verlasse den Start und tauche unter. Was? Hey! Warte, hör zu. Ich hab was gefunden. Was Großes. Den Schlüssel, um das gesamte System zu stürzen. Du musst ihn Samantha bringen. Samantha? Broker, die Daten wurden gerade auf dein Telefon hochgeladen. Du kriegst es mit Cops und dem Haus zu tun. Ich hab dir Koordinaten geschickt. Da wirst du sie los. Bin unterwegs. Und Soldier. Broker ist nicht die Einzige, die stinksauer ist. Das hier ist meine Pflicht als alter Rock, Soldier. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Und grüß Mac von mir. Zentrale, hier Adam 6. Verfolgen den 410. In östlicher Richtung nahe den New Haven Cabins. Tot oder lebendig gesagt? An alle Einheiten. Adam 1-6 führt eine Code 3-Verfolgung durch. Bitte Meldung. Habe die Zielperson gerammt, Zentrale. Ich hab die Person fährt Richtung Norden, nähert sich den New Haven Cabins. Bestätige, flüchtige Person fährt Richtung Norden und nähert sich den New Haven Cabins. Zentrale, Zielperson hält an. An alle Einheiten, die Highway Patrol baut vor Ihnen Straßensperren auf. Viel Spaß bei der Reparatur. Wir sind 13, Zielperson stoppt. Barrikaden haben Fahrzeug verlangsamt. Fahrzeug ist in die Barrikade gerast, wurde verlangsamt. Hier A16, unser Motor ist hin. Brauchen eine neue Primäreinheit. Verpiss dich! Adam 6, haben die Führung. Vier Fahrzeuge vor uns. Hier Hammer 22, bereit für den Einsatz. Zielfahrzeug verfehlt. Zentrale, hier Adam 6. Für uns hat die Verfolgung beendet. Hier, in Ordnung. Barrikade wirkungslos. Hier L130, ich bin raus. Mein Wagen hat einen Totalschaden. Bestätige. Joel hat vor dem Zielfahrzeug Nagelbänder ausgelegt. Sehen Sie sich vor. Bestätige. Und Soldier, Broker ist nicht die Einzige, die stinksauer ist. Das hier ist meine Pflicht als alter Grom, Soldier. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Und grüßt Mac von mir. Zentrale, Fahrzeug. Gerammt. Das wird nie langweilig. Verfolgung auf.
nähert sich dem New Haven Cabin. Und das Haus am Hals. Der Soldier hat etwas gefunden. Er nannte es den Schlüssel. Achtung! An alle Einheiten. Die Highway Patrol baut gerade Straßensperren auf. Bestätige. Zentrale, die Barrikaden konnten das Zielfahrzeug verlangsamen. Alles klar, verstanden. Bleiben anmalen. Und Soldier, Broker ist nicht die Einzige, die stinksauer ist. Das hier ist meine Pflicht als alter Ground Soldier. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Und grüß Mac von mir. Hier Lincoln 130. Ich verfolge momentan einen Dodge Charger in östlicher Richtung nahe den New Haven Cabins. An alle Einheiten, Lincoln 130 verfolgt einen Dodge Charger. Zielperson fährt in östlicher Richtung nahe den New Haven Cabins. Zielperson fährt in westlicher Richtung und nähert sich den New Haven Cabins. Was gibt's Neues? Verstanden. Zielperson fährt Richtung Westen und nähert sich den New Haven Cabins. Wer ist den Schlüssel? Zentrale hier, die halbe Patrouille errichtet gerade Straßensperre. Verstanden. Hier A16, unser Wagen ist beschädigt. Brechen die Verfolgung ab. Und Soldier, Broker ist nicht die Einzige, die stinksauer ist. Das hier ist meine Pflicht als alter Ground Soldier. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Und grüßt Mac von mir. Hier eine Mainz 35, verfolgen ein eventuell gestohlenes Fahrzeug in östlicher Richtung bei den New Haven Cabins. An alle Einheiten, Adam 135 führt eine Code-3-Verfolgung durch. Bitte Meldung. Zielperson fährt nach Westen, nähert sich den New Haven Cabins. Ich hab die Kopf. Verstanden. Zielperson bewegt sich Richtung Westen und nähert sich den New Haven Cabins. Wir geben die Verfolgung auf. Alles klar, verstanden.
Zentrale, wir erhalten Unterstützung von der Highway Patrol. Achten Sie auf Nagelbänder. Verstanden. Hab das Zielfahrzeug gerammt. Verstanden, Zielperson fährt Richtung Norden und nähert sich Brixton. Bin unterwegs. Und Soldier, Broker ist nicht die Einzige, die stinksauer ist. Das hier ist meine Pflicht als Underground Soldier. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Und grüß Mac von mir. Hier, Adam 6, wir haben. Ja, 35, wir verfolgen gerade einen 410. In östlicher Richtung möchte ich nur helfen, Mac. An alle verfügbaren Einheiten. Adam 1, 35 benötigt Unterstützung bei einer Verfolgung. Er fährt nach Westen, nähert sich den New Haven Cabins. Verstanden. Zielperson fährt Richtung Westen und nähert sich den New Haven Cabins. Der Soldier hat etwas gefunden, er nannte es den Schlüssel. Zentrale an alle Einheiten. Die Highway Patrol unterstützt uns mit Straßensperren. Seien Sie darauf vorbereitet. Verstanden, Zentrale. Ja, 13, unser Motor ist hin. Müssen die Verfolgung aufgeben. Okay, verstanden. Hat die Barrikade einfach durchbrochen. Hey, entspann dich mal! Bis dann! Die Zielperson gibt nicht nach. Erde 35, unser Wagen ist abgeraucht. Brechen die Verfolgung ab. In Ordnung. Wo bist du? Ich bin unterwegs. Mit der halben Welt im Nacken. Versuchen, den Wagen festzusetzen. Ich bin mit der Zielperson Kollidierzentrale. Vielleicht geht sie ja jetzt vom Gas. Das Fahrzeug ist durch die Barrikaden gebrettert. Die Adam 135 müssen Verfolgung aufgeben. Brauchen neue Führungseinheit. Primäreinheit ist nicht länger verfügbar. Haben wir einen Ersatz? Zentrale, hier L130. Übernehme als Primäreinheit. Das war nur eine Kostprobe. An alle Einheiten. Die Highway Patrol legt gerade Nagelbänder aus. Seien Sie also vorsichtig. Verstanden. Das wird nie langweilig. Zielfahrzeug fährt Richtung Norden und nähert sich Brixton. Verstanden. Zielperson fährt Richtung Norden und nähert sich Brixton. Wer hat die Zielperson gerammt? Ihr Lincoln 30. Habe Totalschaden. Brauchen neue Primäreinheit. Die Adam 35 sind im Fahrzeug dran, sind Primäreinheit. Die Adam 13, unser Wagen ist short. Beenden die Verfolgung. Bestätige. Und tschüss. Zentrale, Zielperson musste gerade eine harte Landung verkraften. Arme 22 in Position. Wir haben das Zielfahrzeug. Die Adam 35, unser Wagen ist zu schwer beschädigt, müssen die Leitung abgeben.
haben Sie ein Positionsupdate für mich? In nördlicher Richtung durch Mount Providence. Bestätige, Adam 135. Broker, ich bin entkommen und unterwegs zu dir. Gut. Und Broker. Ich sagte, gut. Hier sind die Daten. Ich muss wissen, was hier vorgeht. Sehen wir mal, weshalb Charlie verschwinden musste. Du verdienst es, das zu wissen. Der Collector ist nur eine Marionette. Sein Haus nur eine Schachfigur. Alles, was ihr wissen müsst, ist hier drin. In den Arkwright-Files. Ende der Nachricht.
Du kämpfst dich durchs Leben, während wir damit spielen. Nichts ist für uns je aufregend, gefährlich oder wertvoll genug. Wir sind Diamond Block. Nie von uns gehört. Tja, dann kannst du kein Millionär sein. Du. Was? Still. Komm nach dem Rennen zu mir, falls du überlebst. Okay, dann bis nach dem Rennen. Dem Rennen zu mir, falls du überlebst. Okay, dann bis nach dem Rennen.
kämpfst dich durchs Leben, während wir damit spielen. Nichts ist für uns je aufregend, gefährlich oder wertvoll genug. Wir sind Diamond Block. Nie von uns gehört. Tja, dann kannst du kein Millionär sein. Du. Was? Still. Komm nach dem Rennen zu mir, falls du überlebst. Okay, dann bis nach dem Rennen. Okay, alles wieder auf Null. So Leute, ihr seht es selbst, gegen das Haus braucht man wohl doch ein bisschen mehr als einfache Rennkunst. Wir brauchen auf jeden Fall stärkere Boliden und ja, wir müssen ja erstmal kurz unsere Garage ein bisschen umsortieren. Hier haut es uns immer ein paar Autos aus der Garage raus, die wir eigentlich noch zum Fahren brauchen, wie unseren Dodge Charger ständig. Und ja, wir würden sagen, wir machen erstmal an dieser Stelle Halt und wünschen euch weiterhin viel, viel Spaß beim Spielen. Wenn es euch interessiert, wie es weitergeht, dann folgt uns bitte weiterhin unter twitch.tv/deaddevil1991 sowie twitch.tv/nastyscream. Das war's wieder von mir, von eurem Pit und eure Nasty, eurem Devil TV Team. Bis zum nächsten Mal, viel Spaß beim Spielen und reingehauen.